Ja, hallo hier und herzlich willkommen beim Workshop Fingerpicking der Akustikgitarre-Ausgabe 2 2018. Und heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Stil von Gary Davis, das heißt mit einem bestimmten Stück von ihm, was ich so ungefähr nachempfunden habe. Er nennt es C-Rag, aber es ist eigentlich kein Ragtime, es ist eher so ein Shuffle Swing. Ragtime geht anders, aber damals hat man halt, oder sogar heute noch, bezeichnet man vieles als Ragtime, was irgendwie locker klingt. Aber ist auch egal, das ist nur ein Titel. Und wir wollen uns aber mit diesen typischen Eigenschaften dieses Stückes beschäftigen. Das Stück ist eigentlich nicht sehr schwer für fortgeschrittene Spieler, muss ich zugeben. Aber es hat so seine rhythmischen Tücken. Und ich habe das öfter mal schon in Workshops versucht, Teilnehmern beizubringen. Und viele sind an der Rhythmik dann irgendwie gescheitert oder sind hängen geblieben eine Zeit lang. Deswegen wollen wir das mal systematisch angehen. Die ersten beiden Takte sind dabei relativ wichtig. Und zwar bei vielen Teilnehmern hat es irgendwo am Auftakt gelegen, der Schwierigkeiten gemacht hat, um da rhythmisch reinzukommen. Deswegen schlage ich immer vor, das erstmal ohne diesen Auftakt zu üben. Und zwar die ersten beiden Takte. Wenn man die kann, kann man eigentlich den Rest auch. Und wenn die nicht klappen, dann klappt das ganze Stück meistens nicht. Deswegen würde ich jetzt mal vorgehen. Wir greifen C-Dur, und zwar diesen C-Dur-Griff mit G im Bass. Die tiefe A-Saite, die bleibt leer in diesem Fall. Auf der 1 haben wir aber nicht jetzt das tiefe G, sondern die D-Saite. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich spiele mal den Takt ganz langsam vor, den ersten. Nee, nochmal. Nochmal. Zu berücksichtigen ist natürlich, dass das ein Shuffle-Feeling ist. Das heißt lang, kurz, lang, kurz, lang. Auch wenn das da in geraden Achteln notiert ist. Also es muss so klingen. Der nächste Takt. Wir haben einen verminderten Akkord hier. Der löst sich auf. Vom Fis zum F. Und jetzt kommt hier ein Achtel im Bass, das ist das tiefe G. Das entspricht dem Auftakt. Also wenn wir diese beiden Takte mal spielen, ganz langsam. Nochmal. Den letzten lasse ich weg. Jetzt noch einmal, vielleicht zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Also der zweite Takt ist auch. Der letzte Akkord oben in der Oberstimme kommt auf der Zählzeit 3. Also 1, 2, 3 und. Und der erste Akkord kommt auf der 1 und. Also 1 und 2. 1, und. Noch einmal diese beiden Takte. Jetzt nehmen wir den letzten Ton des zweiten Taktes dazu. Entspricht wie gesagt dem Auftakt. Und dann spielen wir das Ganze so ein paar Mal hintereinander. Eins, zwei, drei, vier. Wer das jetzt spielen kann, der kann den Auftakt am Anfang mitnehmen und dann gehen wir auch weiter. Ihr seht schon, Takt 3 und 4 unterscheiden sich nicht sehr. Der verminderte Akkord. Der
rutscht einfach nur drei Bünde weiter nach oben. So, ich spiele mal die erste Reihe. Ja? Vielleicht versuchen wir das auch einmal zusammen. Eins, langsamer, etwas langsamer. Eins, zwei, drei, vier. Es ist etwas ungewöhnlich für normale Fingerpicker, die immer den Bass auf der 1, 2, 3 und 4 spielen. Denn wir haben ja gerade im ersten Takt hier auf Zählzeit 2 haben wir zwei Bässe im Achtel. Dann auf der Zählzeit 3 fehlt der Bass und kommt erst auf der 4 wieder. Also ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es dann mal geschafft hat, ist es eigentlich sehr reizvoll, weil es gerade das übliche Schema ein bisschen, gerade aus dem üblichen Schema ein bisschen ausbricht. Wir gehen weiter, Takt 5 mit Auftakt. Also der Anfang wieder wie Takt 1. Jetzt geht's weiter. Wir gehen nach D7. Ich greife das Fis hier mit dem Daumen im zweiten Bund. Man kann es auch so greifen. Jetzt geht's nach G7. Dieses ist der G7 Griff, den ich benutze, also dritten Bund E-Seite, dritten Bund D-Seite und zum Schluss auch dritten Bund H-Seite. Okay. Takt 7. Da kommt wieder der G7, diesmal mit dem dritten Bund auf der hohen E-Seite. Und dieser Takt ist so ein bisschen, auch ein bisschen anders. Aber der Bass geht ganz gerade durch. Und die Oberstimme, die spielt ja nur die G-Seite, die wird da hinterher geschleppt. Noch einmal mache ich es langsam, damit ihr wisst, wie es klingen sollte. Also. Da geht es dann wieder weiter. Also ich mache mal diesen Takt, diese beiden Takte mit dem Übergang. Ja, dann geht's weiter. Hatten wir alles schon. Jetzt kommt Takt 13. Also das ist so ein kleiner Barré hier, C-Dur. Jetzt geht's wieder nach D7, G7, jetzt wieder der vorgezogene Melodieton und dann kommt ein Picking-Pattern. Das kann man auch ein paar Mal üben. Denn dieses Pattern wiederholt sich in den nächsten Takten. Wir gehen weiter, Takt 17 und brauchen hier E7 und zwar hier oben. Das ist wie H7 gegriffen, nur im siebten Bund. Das gleiche Pattern für die rechte Hand wie die Takte davor. Nochmal.
vielleicht, ich dämpfe so ein bisschen ab, aber nicht dieses übliche Palm-Mute, nicht so, sondern ein leichtes Abdämpfen. Ich berühre also hier die Saiten leicht, ohne sie runterzudrücken. Und auch nicht ganz am Steg hinten, sondern eher so zwischen Steg und Schallloch. Okay. Kommt zu Takt 19. Ein A-Griff, und zwar ähnlich wie dieser C-Griff hier oben. Nur unten im Zweitmund. Wir brauchen nur die G-Seite und die E-Seite dabei. Jetzt rutschen wir hoch für einen kurzen Lauf. Ja. Ich glaube, das ist leicht zu machen. Weiter geht's mit einem D7-Griff, und zwar diesen hier. Das ist wie C7, nur... Also ist noch nicht mal... Ja. Wobei ich die 7 gar nicht greife. Und der kleine Finger geht auf die hohe E-Seite im fünften Mund. Ihr merkt wieder das gleiche Picking-Pattern. Okay, jetzt kommt ein weiterer Lauf über G. Also ich greife hier unten kurz, ich schlage das G an. Und jetzt kommt... Diesen könnte man, wenn man will, so ein bisschen anziehen, so ein kleines Bending, so ein Smear Band. Und das ist auch ganz witzig, weil diese Betonung liegt auf der Zählzeit 4. Dann machen wir mal diese Takte ab Takt 17, wo das E7 kommt, mal langsam zusammen, bis da, wo wir gerade gelandet sind. 1, 2, 3, 4. Kommt der Auftakt wieder zu dem, was folgt. Aber ich würde es noch einmal machen. 1, 2, 3, 4. Wir gehen weiter, das ist nichts Neues, ist wieder wie Takt 1 bis 4. Auch dieses, was jetzt kommt, Takt 29 mit Auftakt, ist nichts Neues. Jetzt wieder nach D7. G7. Jetzt gibt's einen Abschluss. Ja? Ja, dann sind wir auch schon durch. Jetzt würde ich mal vorschlagen, machen wir das Ganze noch einmal in langsamem Tempo. Ihr versucht mal mitzuspielen. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Ja, und das war es dann auch schon mit dem C-Rag in etwas abgeänderter Form vom Original, aber leicht nur abgeändert. C-Rag von Gary Davis. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit und ich hoffe, ihr bekommt es hin. Und beim nächsten Mal sehen wir mal, was wir dann noch machen. Bis zum nächsten Mal dann, euer Peter Finger.